Hi Freunde, Servus! Willkommen zu einem weiteren und vielleicht sogar der letzte Part GTA Vice City. Wir kriegen direkt einen Anruf. Tommy, I really enjoyed working with you. Ain't had so much fun since the region nom, pal. Hey Mario. Anyhow, if you need anything, you call on me, you hear? I always remember those I served with. And I'm sure I can help you out. You hear? Gut, wir haben neue Missionen freigeschalten. Von P. P wie Phil Cassidy. Bei ich vermute, dass das Nebenmissionen sind. Ich vermute es einfach mal. Kann auch sein, dass wir die komplett noch erledigen müssen. Dann wäre es hier auf keinen Fall der letzte Part. Die Kids in Amerika. Wir sind die Kids in Amerika. Oh oh. Ja, bevor es losgeht, werde ich hier speichern. Schon wieder ein Anruf. Tommy, I had Sonny on the phone, okay? Are you with me? I don't know about you, but there's something about a man threatening to murder my family, which really scares the crap out of me. What are you gonna do? Ken, take it easy. I am calm. Calm as a man can be when he's fearing for his life. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. I am calm. Gut, der klingt nicht so gediegen, wie man es gerne hätte. Ich equip direkt den Revolver für die nächste Mission, speichere hier und dann google mal, was abgeht. Ich glaube, ich weiß sogar noch, was für eine Mission das ist. Cap the Collector. Oh. Okay, what's the emergency? Oh. Who? Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. Pop. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too! Ja, das müsste die Mission sein, die ich noch im Kopf habe. Geht darum. Ja, Mafia is taxing your businesses, find them and kill them. Und zwar grasen die alles bei mir ab, um das, was Geld abwirft, sozusagen kaputt zu machen. Und jetzt müssen wir Stück für Stück, müssen wir die erledigen. Ich hatte im vorletzten Video, hatte ich einen Kommentar, dass da sagte, ein bisschen Hintergrundmusik wäre nicht schlecht. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Allerdings bin ich, um ehrlich zu sein, auf den Gedanken viel zu spät gekommen. Und jetzt irgendwie noch hier Hintergrundmusik reinzuschneiden in die Dinge, ist ein bisschen blöd leider. Also es tut mir leid, falls es stellenweise dann doch zu langweilig ist vielleicht. Was ja gut sein kann. Da eben die Musik fehlt. Ich kann die Originalmusik zum größten Teil nicht verwenden oder konnte sie nicht verwenden in dieser Let's Play-Reihe, weil ich keinen Bock drauf habe, hier mit YouTube Probleme zu kriegen. Hatte ich echt keinen Bock drauf. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt ziemlich oft gemacht, gell? Ich hasse das, wenn Leute so oft machen und mach's dann selber. Ich weiß nicht. Malibu Club, okay. Ob da ein Timer abläuft, hier in den Missionen, ob wenn die alles abgegrast haben, ob dann die Mission quasi vorbei ist. Da sind sie. Nee, jetzt hänge ich fest. Oh, die sind aber auch schnell unterwegs, hey. Ich glaube, ich müsste fast auch auf ein Motocross oder sowas umsteigen. Guck jetzt nochmal schnell, wie ich hier mit dem Auto zurechtkomme. Oh, kann sein, dass sich die Mission ewig ziehen wird. Ich feiere hier auch wie eine kleine Oma. Kleine Oma. Weg. Ja, an sich, da wir kurz vor Schluss sind, was halte ich von Vice City? Ich finde Vice City immer noch extrem geil. Find aber irgendwo, dass es doch mehr hätte ein Projekt sein sollen, was ich privat spiele. Kann man das so sagen? Ich nehme mal hier das schnellere Auto mit. Ich brauche ja ewig, ey. Es ist ein Spiel, wofür man sich Zeit nehmen sollte und
ist ein Spiel, wofür man sich Zeit nehmen sollte, was man genießen sollte vor allem. Was man nicht so rushen sollte. So wie, jetzt haben die Richtung geändert, ey. Fucking Wichser. Jetzt! Moa on the way. Sprich, wir müssen jetzt die anderen holen. Ich mach mal ein kleines bisschen Musik an. Wechsel zwischendrin als... Das lockert die Stimmung, ne? Da sind sie. Und fahren wie Sau. Was macht denn ihr? Blöd ist, dass man nicht aus dem Auto rausschießen kann. Das geht in GTA 5 funktioniert das. Aua, aua. So. Schnell den Cheat. So. Und den Cheat. No! die Radio-Kommentare sind sehr geil. Der kommt vom Pornobiss, oder? Kommt mir entgegen, der kommt mir entgegen. Hey, 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 hey. Yeah. Mission erledigt. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, können wir die letzte Mission starten in der Versetti Villa, die so ein kleines bisschen an Scarface erinnert und die vermutlich auch sehr, sehr hart wird. Kann also sein, dass ich sie wieder mehrfach neu starten muss. Ich werde jetzt an der Eisfabrik speichern, da ich nicht weiß, ob wir an der Versetti Villa speichern können. Und ich vermute auch sehr stark, dass jetzt ein Anruf auf uns wartet. Ja, Lance Vance Dance ruft. Und Big Problems ist die letzte Mission. Also sie heißt nicht Big Problems, denke ich, aber es ist die letzte Mission. Definitiv. Brauche ich andere Waffen für die Mission? Wäre etwas anderes ratsamer? Das kriegt man schnell. Das läuft. Kriegt man. Ja, wir haben zwei V-Zeichen. Sprich, wir können ins Haus gehen oder die letzte Mission auswählen und ich werde ins Haus gehen, dort nochmal speichern. Der Grund ist, wenn ich verreck, kann ich einfach neu laden und dann ist gut. Guck mal, geparkt wie ein Profi. Wie ein Profi. So, wo ist die Mission? Ich will nicht in diese Mission reinlaufen. Wo ist sie? Ganz da oben. Komm ich dran vorbei? Ja, ich komm dran vorbei. Komm dran vorbei, kann speichern und kann bei dem Todesfall direkt wieder reinlaufen. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Ich nehme gleich mal hier schwere Geschütze. Und viel Spaß bei der letzten Mission. What's going on? Tommy! Oh, good, good, good. Listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken! Sit down! Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Tommy! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man!
They knew I was coming, Sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy, this is Vice City. This is business. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out! The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Jetzt geht's ab. Die Mafia kommt. Wir müssen alles verteidigen. Say hello to my little friend. Jetzt ist die Frage, wo kommen sie her? Und das Problem ist, es wird ein harter Fight. Noch 7 Schuss vorm Nachladen. Ist immer die Frage, schießt man es jetzt leer oder nicht? Aber jetzt habe ich schon zu lange gewartet. 1, 2, 5 Schuss noch. Oh, das sieht schon mal ganz gut aus bis jetzt. Jetzt nachladen. Ich glaube, die kommen auch von oben und von unten irgendwann. Also, So. Sehr gute Waffe, die ich mir ausgesucht habe. Wenn man damit trifft, ja. So. Irgendwie hängt der Sound ein bisschen da. Ich hab's gewusst. Hey, Tommy, you're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Seht ihr, das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint. So. You gotta stay away from guys like me. You wanted this. So. Puh. Und tschüss. Nochmal volle Energie holen. Und die Dark Souls Update File ist fertig. Gott sei Dank. Your history, Tommy! History! Oh yeah. Oh Gott, diese Kamera stellenweise auch noch, gell? So, passt auf. Jetzt kommt eine ziemlich dumme Stelle. Die kenne ich noch. Die kenne ich noch auswendig. Hier stehen sie alle, schießen auf euch. Ihr könnt euch eine Pille holen. So, krieg ich einen Lance? This is the last dance for Lance fans. Steph, I had enough of that at school. Pick the wrong side, Lance. Hab ich ihn erledigt? Ja. Kommt noch was? Kommt noch was? Helikopter oder sowas? You gotta get a better job. Brutal job, 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 job. Was jetzt? Was jetzt? Lance ist tot? Ich verliere Energie, warum auch immer. Ach, Defend is safe. What the fuck? Müssen wir nochmal runter. Oh je. Yeah. Alter, wie lange wirkt denn die scheiß Pille? Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei und ich muss zurück. Oh, fast vom Dach gefallen, hey.
Fick mich hart, ey. Oh Gott. Falsch geschossen? Took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never understood a thing. Ja, klasse. Ja, klasse. Nein, 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 nein. A personal favor from me. Hammer's, Hammer's, Hammer's. Gott sei Dank. Tommy? Oh my God, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Kommt noch was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, Abspann. Alles klar. Freunde, sorry, dass ich jetzt so konzentriert war. Ich wollte es auf keinen Fall verkacken und ich war ein bisschen geschockt, dass nach dem Tod von Lance Van Stance, dass es noch weiter ging, dass ich noch runter musste. Ich habe gedacht, das Spiel hört damit auf, dass ich Lance Van Stance erschieße. Es war sein letzter Lance Van Stance, wie im Spiel schon gesagt wird. Ich möchte mich bei allen Zuschauern bedanken, die hier mit dabei waren, denen das Ganze Spaß gemacht hat. Ich freue mich, dass es vielen wohl gefallen hat und ich freue mich auch schon, euch in Redly Deadly Redemptly zu sehen. Also, bis dann. Ciao. Das war's, Let's Play.